Da, die Nova Galactic Sternenwerft. Immer noch beim Mond der Erde. Hier wurden die ersten interstellaren Schiffe hergestellt. Die Module werden immer noch verwendet, obwohl die Sternenwerft seit langem stillsteht. Ich will auf dem Mond spazieren gehen. Oh nee, was ist überhaupt mit der Erde passiert? Das ist inzwischen lange her. Aber die Erde hat ihre Atmosphäre verloren. Sie sickerte ins All. Der Menschheit blieb 50 Jahre für die Evakuierung. So nahmen die United Colonies ihren Anfang. Mit der Organisation des Untergangs. Die Erde ist jetzt nur noch eine Staubkugel. Selten findet man auf der Oberfläche noch ein Überbleibsel der Welt, die wir zurückgelassen haben. Glaubt ihr, das klappt wirklich so? Ich glaube, das könnte wirklich so einfach klappen, dass man in 50 Jahren dann, weil es so, also weil es Not, also weil Not am Mann ist, das dann wirklich schaffen würde. Ich will auf dem Mond spazieren gehen. Also, wenn du einen kleinen Umweg machen willst, ich habe nichts dagegen. Vergiss nur nicht, dass wir Vanguard Moara und das Artefakt finden müssen. Du kannst an den meisten Sternstationen und Schiffen andocken, um sie zu betreten. Du musst das Schiff in deinem Hut anwählen und dann nah genug heranfliegen, damit die Aufforderung zum Andocken erscheint. Ich will erstmal auf den Mond. Was mit der Gravitation brauche ich die überhaupt so sehr? Reicht. Wenn eine Diktatur da ist, dann natürlich irgendwas abgestimmt werden muss. Vor allem nicht mehr starten. Ich glaube auch nicht, dass wir das hinbekommen würden, tatsächlich. Also gerade zumindest nicht. Ja, das ist ja erst die Menschheit, das mit der Umwelt in den Griff bekommt. Ich glaube, wir sind. Ich glaube, wir sind nicht mehr lange. Das ist was, was ich glaube. Ich habe da nicht sonderlich viel Vertrauen. Ich glaube, ich fliege da einfach nicht dran, sondern ich gehe jetzt ein. Verlassene Mine. Ist das ein Dinosaurier? Haben wir sie wiedergefunden? Wisst ihr, welches Konzept ich auch gar nicht verstehe? Dass wenn ich einen Stern sehe, der am Sterben ist, dass der aber eigentlich schon seit was weiß ich wie vielen Millionen Jahren tot ist. Das ist so ein Konzept, das geht nicht in mein Hirn rein. Ich verstehe es theoretisch, ne, theoretisch nicht mal, aber ich verstehe es verbal, aber hirntechnisch verstehe ich es nicht. Das ist ein Konzept, das funktioniert nicht in meinem Hirn. Die Menschheit geht nicht unter, sie wird nur dezimiert. Ich glaube schon, dass wir alle also ausgelöscht werden. Das Inventar deines Schiffs, warum? Warum soll ich das Inventar meines Schiffes untersuchen? Bestimmt den Griff, außerdem sind wir 8 Milliarden Dudes und dann trinken oder so. Das ist auf die keinen Einfluss, die Menschheit stirbt so schnell aus. Ich glaube nicht, dass das einer von uns weiß. Achso, das ist da. Hä? Was war das? Hilfe, was war das? Überprüfe das Inventar deines Schiffs. Warum? Ja, trotzdem, das ist halt, es macht für mich keinen Sinn. Das könnt ihr mir erklären, wie ihr wollt. Ich bin nicht dumm. Ich verstehe, was ihr sagt. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich das Konzept... Aber es macht für mich keinen Sinn. So, das... Ich will aber nicht gehen. Doch! Ich glaube nicht, dass wir sterben. Also, wir. Dann irgendwelche anderen Generationen so. Warum, von welcher Quest muss ich mein Schiffsinventar untersuchen? Überprüfe das Inventar deines Schiffs da. Warum?
warum hatte ich das nicht die ganze Zeit? Oh, das ist aber jetzt blöd, ne? Und dann gehen wir und kleben sich wieder welche fest. was ist denn bei mir gerade so schwer? Du? 6? Ja, let's go. Weg. Okay. Das hatte ich gerade. Helme? Nee, habe ich nur einen. Boah, das wiegt aber auch ganz schön viel. Na, die Ledertaschen kann ich wegmachen. Was habe ich denn mitgenommen gerade, was so viel wiegt? Notizen wiegen was? Bücher haben Gewicht. Also das finde ich ein Konzept. Nö. Das ist total abwegig. Dinge werfen. Ich werf nichts weg. Ich lagere nur. Ah, das Essen war es gerade, ne? Ja, Essen wiegt halt schon ein bisschen was. Ich trinke mal Sprudelwasser. So. Gut, dann habe ich jetzt die Quest erfüllt und dann kann ich ja jetzt einfach mal kurz auf dem Mond landen. Also unten. Ein Blatt Papier wiegt ja auch nichts. Sie sollte ein Buch etwas wiegen. Scam. Ja, oder? Wiegt Munition was? Warte. Okay, von da kann ich nicht mehr I drücken. Munition. Nö. Okay. Ich dachte halt auch, Ressourcen wiegen nichts. Oh. Okay. Ist das? Ja, das ist die Fahrlasse. Oh mein Gott. Wie will man denn jeden Planeten? Also ich finde den Mond tatsächlich schöner als die Erde. Bleikugeln sind natürlich gewichtslos, das ist bekannt. Ja. Aber wehe, du nimmst Blei mit. Blei wiegt was. Die Kugel nicht. Oh mein Gott, Hilfe! Okay, ich drücke noch einmal ganz kurz Leertaste. Ich drücke wirklich einmal. Das ist so witzig. Sind die böse? Es sind zumindest rote Punkte. Mach du das mal, Sarah! Ich liebe niedrige Schwerkraft. Als würde ich schweben. Ja, das ist genau auch das. Alter, was für ein Feuerwerk! Wow! Guck mal, der Mond! Leute, ich glaube, wir gehen doch lieber. Wowie! Ich treffe nichts. Ich habe nicht sowas zum Zielen. Das ist ein Geschütz. Das ganze Ei, also Steintag. Ich mache ich platt. Das ist ein Geschütz. Hör auf, mit dem Geschütz zu reden. Eins habe ich. Wow. Dann mal los. Okay, vergesst es. Ich brauche bessere Waffen dafür. Ich glaube, ich habe noch nicht den Punkt erreicht, wo ich alles auf eigene Faust machen sollte. Ich sollte vielleicht erstmal wegen sie einer Hauptquest so. Eine bessere Ping-Ping. Ja. Wir haben kein. Also, die macht keinen Schaden. Die hat kein Zielfernrohr. Also, nee. Die Reichweite ist generell kacke. Ich würde sagen,
Wir docken erstmal an die Sternenwerft an. Du kannst während eines Kampfes nicht schnell rein. Oh. Ich kämpfe doch gar nicht mehr. Dann mache ich es halt manuell. Dann machen wir halt den manuell. We need a bigger boat. Yeah. Ich hab so Bock, auf so einen schönen Planeten zu gehen. Aber da kommen wir nie hin, wenn ich so weitermache, weil ich mich von allem ablenken lasse. Aber es ist auch, also zu meiner Verteidigung ist auch schwer, es nicht zu tun, oder? Oh Gott, wir können... Oh mein Gott. Oh nee, das kann ich so nicht. Lassen wir das bitte. Können wir bitte gerade fliegen, danke. Wie soll ich das jetzt machen? Ah. Gut. Lassen wir die Kiste abheben. Ja, sieht alles normal aus. Wir können wieder gehen, würde ich sagen. Zwei Schritte rein und schon haben wir eine Leiche. Okay, es ist nicht Vanguard Moara. Die Spacer haben hier wohl rumgesucht und da kam jemand anders, um Hallo zu sagen. Du wirst noch öfter Spacer-Crews begegnen. Sie plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Sie sind sogar noch weniger organisiert als die Crimson Fleet. Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Was hast du gesagt? Da ist gerade Loot. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Dass ich in dem Scanner-Modus nicht die Türen aufmachen kann, ist ganz schwierig für mich. Sarah? Wir müssen immer noch herausfinden. Hast du was für mich? Ja, warte mal. Also wenn ich jetzt dir zum Beispiel sage... Nee. Ja, weil also es kann nur eine von uns die Frisur haben. Tragsfähig, ich muss gewichtlos. Oh, ein Notizbuch. Yep. Bist du ein bisschen in Schränken? Ja, wenn die auch dauern, die redet vielleicht dauernd. Vielleicht ein anderes Mal. Die ist nur am Labern, die Frau, wisst ihr? Und ich habe ganz andere Interessen als sie. Da war ein Rahmen. Shit, ich wollte Semmeln auftauchen. Auftauen. Naja, gut, dann esse ich heute halt scharfe Nudeln. Oh, wie schade. Ich arme. Oder wollte ich gar nicht hin? Ich habe noch nicht fertig gelootet. Wartet mal. Stopp, ich bin noch nicht so weit. Geh weg jetzt. Oh nein. Ja, schrecklich, oder? Oh. Ein Sperrenlehrling. Habe ich nicht. Guck mal, das brauchen wir alles zum Herstellen. Das ist wichtig, dass ich das mitnehme. Tja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Nein, das meint's jetzt. Schnapsglas, wichtig. Dietrich ist auch wichtig. Habe ich was verpasst? Ach, ich wollte ja gar nicht so viel, ne? Feuerlöscher, sehr gut. Also, nur so zur Info. Zerlegen geht nicht, richtig? Also, ich muss jetzt nicht irgendwie einen Feuerlöscher zerlegen. Ein Löffel, wichtig. Um irgendwie Ressourcen da rauszukriegen, richtig? Das würde alles einfacher machen. Raum und denken, wer in aller Welt hat geklaut? Akknochen, Notizbücher und Filzstifte. Ich habe ein Haus und Eltern abzubezahlen. Hallo?
Hallo, was hast du? 353 Credits. Das ist eine Kreditzahlungsmiete-Rate. Was ein Schrott? Kann ich da was mitnehmen? Wie sieht's hier aus? Das ist wichtig, dass ich hier mal aufräume. Guckt euch das doch mal an. Ich glaube, ich schieße lieber keine Flasche an. Eine Wasserwaage ist wichtig. Sonst wird alles schief. Entschuldigung, was ist hier los? Warum sind da Gegners? Ein Pappbecher. Ich kann die Zerdrückten auch mitnehmen. Hä? Bitte lächeln! Alter, ich schieße ganz komisch gerade. Ich weiß, es ist euch nicht aufgefallen, weil ihr habt gar nicht hingeguckt oder so. Entschuldigung, aber das war gerade überfordert. Was ist hier los? Hallo? Alter, muss ich nicht da mit dem... Alter, die wackelt auch so. Hör auf zu wackeln. Ich bin nicht betrunken. Ich habe nicht gemerkt, dass ich sterbe. Upsi. Oh, das ist mein Bild. Das ist mein Foto von grad. Okay, aber der Loot ist schon in meinem Inventar, oder? Ich brauche eine andere Waffe. Das geht so nicht. Also gar nichts mit Schaden? Nee. Also ich habe die Shotgun, aber die... Also... Ich habe nur 119 Schuss. Und die ist halt auch nicht auf Entfernung. Ich nehme die Rettungsaxt, mir reicht's. Ursula, du musst für mich kämpfen. Ich bin nur am Looten. Das ist alles, was für mich interessant ist. Da war ich noch nicht. Pappbecher. Das ist wichtig. So, Klebe. Es hat sich nicht gemerkt. Aber Gott sei Dank habe ich nicht so viel gelootet. Alles gut. Aber Hauptsache, das Foto hat sich's gemerkt, ne? Hallo? Darf ich mitspielen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Ah, mein Kopf. Das kann ich. Hä, der Laser ist viel schon. Die Söldner sind sich doch zu gut dafür. Passiver Beschuss. Oh, ich kann mich nicht heilen mit dem Ding. Oh Gott, ich konnte nicht heilen. Deswegen bin ich vorhin auch gestorben. Weil ich hatte auf Null gedrückt. Alter, das sind ein paar viele, würde ich sagen. Ich nehme doch die Shotgun kurz. Komm schon! Kann ich Menschen abbauen? Durchlöchert sie! Der lebt ja noch. Was soll denn das? Hallo? Zerfetzend Rettungsakt. Boah, geil. Mir geht's nicht so gut. Ich kann... Wird böse für dich enden. Hoppe klatscht natürlich, klar. Oh. Hallo, Freunde. Scheiße. Schlag uns, ihr Träumer, schönes.
Hallo? Ja, sieh, seh nicht mehr nicht. Ich dachte, du wärst Sarah. Ich sehe nichts. Okay, warte mal, was bist du für ein OP-Typ? Das ist eine fucking Schrotze. Alter. Stopp, ich muss kurz. Was habe ich da eingesammelt? Plus 20% Sauerstoffkapazität. Plus 2 maximale automatische Versuche, die beim Hacken für später aufgehoben werden können. Okay, nehme ich. Im All. Ich bin ja eigentlich rein theoretisch bin ich im All, oder? Ich bin ja nicht auf einem Planeten. Oder? Ach so. Hä? Wo? Explodiert. Sidestar, was ist denn? Schrott mit. Ach, halt doch mal die Bappen! Du hast noch nie ein RPG gespielt, oder? Das ist nicht so einfach. Nimm keinen Schrott mit. Du weißt nicht, was Schrott ist und was nicht. Was habe ich jetzt gekriegt? Nur 61 Schuss. Oh, das ist genauso wie bei Fallout. Musste ich auch immer Waffen wechseln, wenn die Muni weg war. Wieso sieht die Waffe so klein aus? Was ist da passiert? Okay, ich muss erstmal meine Freunde looten. Meine toten Freunde. Oh. Nix. Wo sind denn meine toten Freunde? Ich bin überladen. Geil. Oh, da sind noch... Oh. Da ist jemand. Ach, echt? Kann ich eine Brille auf die Pistole setzen? Du stinkst. Du warst grün. Ist die Kelly oder eine Pistole? Das kann sein. Das würde Sinn machen. Equinox? Ich mach gerade noch keine Mission. Ich muss jetzt erstmal looten. Ursula? Alte Sternenwerfer. Ich trage nur Luxusgüter. Kleiner Scherz. Wenn die Wetter ausgebildet oder werden die eine Band oder wie läuft das? Wir unterhalten uns später. Bitte nicht. Sonst bringst du noch mehr von deinen lustigen Witzen. Bist du genug beladen oder willst du noch mehr?
Kann ich nochmal umskillen? Ich würde gerne den Skill nehmen, dass ich alleine stärker bin. Einfach nur so. Aus gar keinem genauen Grund oder so. Einfach nur so. Wo kamen die denn jetzt her? Hallo Matsurika. Die haben viel coolere Waffen als wie ich. Aber ich bin viel cooler als wie ihr. Nächstes Mal. Was nächstes Mal? Ich esse mal kurz Sachen, glaube ich. Hilfe. Sandwich. Sortieren. Nee, ich würde gern, was die können. Mit Alkohol kann man besser überzeugen. Das finde ich in Ordnung. Wie auch immer das funktionieren soll. Vielleicht, wenn man dann also selbstsicherer ist, wenn man weniger nachdenkt. Maybe that's why. Entschuldigung, jetzt geh doch. Boah, diese Ach, ich bin schon wieder überladen, Leute. Ich sehe alles. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur, dass du Sachen von mir nimmst. Hey, warte doch! Oh. Nee? Nee? Komm schon! Nee? Wo kommt der her? Hallo? Wo denn? Hm. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Anzug tiefbohren. Was? Schlag gut, Zorndiver, träume Schönes. Alles mitnehmen. Oh. Harte Zeiten. Erstes Buch, Aussaat, Kapitel 1. Das einzige Notwendige. Was ich will, sind Fakten. Diesen Jungen und Mädchen sollen ausschließlich... Ach so, das kennen wir schon. Ich hätte gern, dass das nicht angezeigt wird. Neons-Gang-Kultur? Aha. Oh mein Gott, bitte hört auf. Ich kann nicht alles lesen gerade. Wir müssen immer noch herausfinden. Hast du was Nützliches? So. Habe ich hier gerade ernsthaft meine Dietrichse gegeben? Finde ich nicht gut. Der ist besser. Der ist besser. Der ist besser als meiner. I don't know. I don't know. Ich bin echt voll. Also richtig voll bin ich. Hm.
Das würde ich hier gern aufsetzen. Waffen. Ach, da oben. Du darfst sie ganz haben. Boah. Oha. Das darfst du haben und also das darfst du haben und das darfst du haben. Ich nehme nur noch coole Sachen. Oh, jetzt bin ich wenigstens nicht mehr überladen. Bis nachher. Schokolade ist kaputt. Jetzt. Es ist doch aber noch gar nicht Weihnachten. Und jetzt? Kann nicht alles plündern. Ich lasse das wirklich. Ich kann das nicht. Waren wir jetzt... Oh. Ich kann das nicht. Also das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Okay. Ich soll... Was soll ich lesen? Treu gegenüber der Crew, schon klar. Aber scheiß drauf. Tötet, wenn es sein muss, um nach den Nebula... IB1B zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten. Eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. War das, was ich lesen sollte? Ja, okay. Ich komme wieder, wenn Packesel durchgesklärt ist. Ja, aber also, ich komme hier halt niemals raus. Ich meine, wenn ich allein das da anmache, ja? Okay, hier waren wir gerade, aber... Guck euch das an, das alles. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Ja, frag mich nicht. Oh Gott, ich hätte die Credits fast übersehen. Ich kann das nicht... Oh. Das Loot, überall ist Loot. Nimm den Händler mit. Das fände ich gut. Also, den würde ich auch gern dann beim Looten einfach dabei haben. Der soll mir einfach Credits geben. Okay, wir gehen hier jetzt einfach raus. Ich gehe jetzt einfach raus. Ich gucke gar nichts mehr an. Was zum? Hä? Ah! Ach so. Fragt mich nicht. Man braucht Teller. Ich habe kein Problem. Ich kann jederzeit aufhören. Ich schwöre. Ich kann jederzeit aufhören zu looten. Aber eine Rührschüssel. Wisst ihr, wie wichtig eine Rührschüssel ist? Oder Besteck zu meinen Dinnertellern? Oder der Toast? Furios, Kraken. Toast! Ein Topf? Wichtig! Kann ich? Was? Lagerkiste? Wo ist die Lager? Ach so. Ah, das ist Dino. Superfood-Pasten-Kit. Wenn ihr... Algensnacks. Das ist alles wichtig, Leute. Alien-Eintopf. Oh mein Gott, ich dachte, ich kann das alles looten. Oh mein Gott, bin ich froh. Viel wichtige Dinge. Ja, hallo Sanso. Teller für dein Traumhaus. Ja, ich meine, guckt mein Haus an. Also, ich brauche wirklich alles noch. Warte, mein Haus sieht fast aus wie meine Wohnung. Also, ich habe wenigstens ein Bett. Also, in echt. Okay, wir gehen einfach. Wir gehen jetzt... Wir gehen jetzt einfach.
Warte, warum wird das so angezeigt? Oh mein Gott, das ganze Essen hätte ich übersehen. Wisst ihr, wie wichtig Essen ist? Was macht Klebeband beim Essen? Naja, ich frag mich. Kann ich das nicht mehr mitnehmen? Wie viel habe ich denn dabei, dass ich das nicht mehr mit... 188, das ist doch also eine Lüge, oder? Achso, ich kann es nicht aufmachen, deswegen. Alles gut. Okay, Alien-Rührei, Alien-Sandwich, Grilled-Cheese-Sandwich. Das sieht doch gut aus. Ich hätte gern so ein Alien-Rührei, danke. Habe ich alle? Nein, habe ich nicht. Wer lagert denn die... Also Ordner direkt in der Küche. Das könnte man doch auch davor. Ach, nur unnötiger Kühlplatz. Okay. Es ist wieder soweit. Wir müssen Pause machen beim Laufen. Aber das ist ja gar kein Problem. Pappbecherzimmer, klar. Hui. Soll ich den Antrieb anwerfen? Was? Ganz kurz hierhin? Ja? Jamison. Ziviler Außenposten. Ist das das? Nee? Die Loge. Doch, ja, die Loge ist es. Kugelschreiber besiegt. Nein! Lädst du uns dann ein? Klar! Also, ich gebe dir gerne ein Alien-Sandwich ab. Danke für den Follow, German Hardcore Gamer. Und dankeschön, Lokutus. Dankeschön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Was gab's Schönes bei euch? Vielen Dank für den Raid. Dankeschön, Dankeschön. Der Händler, ne? Wartet mal. Das wäre voll schlau, wenn wir... Nee, wenn wir... Dahin, glaube ich. Geht das nicht? Okay, egal. Was, Ende heute von Starfield? Das Ende von Starfield? Okay. Okay. Glückwunsch oder so? Also, weiß ich nicht, ob Glückwunsch war fertig, aber... Sarah, jetzt hilf mir doch mal, wo muss ich denn hin? Prellungen. Na, das passiert halt. Also, Gott sei Dank sind wir, also... Gott sei Dank sind wir vom Medical-Ding. Aua. Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe ganz stark Schmerzen. Kann ich bitte... getreatet werden. Also ich hab ganz stark Schmerzen. Der Großteil der Bürger hier in New Atlantis verlässt sich auf Reliant Medical. Unser Ruf spricht für sich. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Ich hab Aua. Ich brauche Hilfe. Wie kann ich helfen? Meine Güte, in deinem Zustand brauchst du auf jeden Fall ärztliche Hilfe. Heile meine Wunden, heile meine Leiden. Kümmere dich um alles. Ein bisschen altmodisches Nähen dürfte reichen. Was? Ich kann nicht versprechen, dass du nichts spürst. Aber danach geht es dir besser. Sieht alles gut aus. 750, ey.
Für ein paar Prellungen. Du hast sicher viele Patienten. Natürlich. New Atlantis ist groß. Viele Leute. Also gibt es keinen Mangel an Verletzungen, übertragbaren Krankheiten. Aber wir haben reichlich Personal und tun alles, um jedem zu helfen. Ich hoffe, du bleibst gesund. Du hoffst, dass ich krank werde, damit ich dir noch mehr Geld gebe. Lüg nicht. Wenn er jedes Mal so viel quatscht, sind bestimmt schon ein paar Leute draufgegangen. Ich hoffe, dass er das nur macht bei Leuten, wo er sieht, dass es nicht so akut ist. Sonst wäre es schwierig. Schuss Jagdschloss. Nee, das ist kein Jagdfürst. Ich habe ewig keinen Jagdfürst mehr getrunken. Au. Ich muss kurz durchatmen. Pause. Das war so stressig. Oh Gott, ich muss langsam aufhören. Hilfe! Habt ihr mal auf die Uhr geguckt, Chat? Warum sagt ihr denn nichts? Welche Uhr? Die Uhr! Da, egal welche Uhr, die Uhr halt! Ist voll schwer. Danke, danke. Auf dem roten Wecker ist es 7:45. Ja, dann können wir ja noch ein bisschen. Wartet mal. Ich hab's gleich. Ich muss. Bei Vectera, bei Vectera, ich kann es nicht fassen. Bist du das? Bist du das wirklich? Ich bin's. Captain der Frontier, Fluch der Fleet. Ich bin es. Leuchtender Stern der Constellation. Ja. Warte, Gewicht heben ist gut für mich. Ganz recht. Welch gesegneter Tag. Für einen Moment war ich nicht sicher, ob du real oder nur wieder eine Halluzination bist. Wieder? Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück. Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Vielleicht hätten wir uns auch so getroffen. Ich bin praktisch im Café zu Hause. Super! Dann sind wir ja Mitbewohner. Die Regel lautet, dass wir dann auch beste Freunde sein müssen. Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran! Wenn du deiner Crew den riesigen Fan zuweist, wird er essentiell, bis du ihn wieder was? Warte mal, ich will das nicht! Lass mich allein! Brauchst du nicht ein Kostüm, wenn du mein Sidekick sein willst? Guter Punkt! Ich werde mich sofort darum kümmern, sobald ich zu nähen gelernt habe. Bis dahin könnte ich ein Sidekick in Ausbildung sein. Gibt es eine Akademie, wo Fans lernen können, zu deinen Füßen zu kriechen? Weiß ich nicht, aber ich glaube, Chat sollte auch mal dahin gehen. Seid mal netter. Willkommen an Bord. Du wirst es nicht bereuen. Ey, der wird mich auch niemals anschnauzen, weil ich Sachen mitnehme. Verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und entsende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder dein Außenposten verstärken. Tschüss. Kannst du mir sagen, wie ich da runterkomme? Ich muss da runter. Ach, da. So süß wie der Jadebot in Guild Wars 2. Oder Paimon. Paimon ist schon okay. Soll ich dir etwa hinterher springen? Bist du gerade nicht?
Also ganz ehrlich, ist mir egal, ob der schwach ist, aber der ist wenigstens nett. Klar ist er übertrieben, aber er ist wenigstens nett. Nicht so...